Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition gewinnen an Fahrt. In Berlin geht es morgen allerdings ans Eingemachte. Denn die Zukunft der Braunkohle steht zur Diskussion und damit auch die Einhaltung der Klimaziele. Die Forderung der Grünen dazu ist deutlich. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir konkrete Maßnahmen angehen, ganz konkrete Maßnahmen, und zwar sehr, sehr schnell, bereits im Jahr 2018. Und das bedeutet, wir müssen auch von diesem hohen Emissionssockel im Energiebereich herunter. Und das geht nur bei Einschnitten in der Braunkohle. Einen Teil der Braunkohlekraftwerke abzuschalten, ist das Ziel der Grünen. Doch die ostdeutschen Ministerpräsidenten warnen vor einem abrupten Ende. Dies gefährde die Ergebnisse von 3 Jahrzehnten Aufbau Ost, so der an den Sondierungsgesprächen beteiligte sächsische Regierungschef. Und man stelle sich vor, wenn man die Braunkohle, so wie die Grünen das planen, zurückfährt, würde es in großen Teilen Ostdeutschlands kaum noch ein Braunkohlekraftwerk, das heißt also grundlastfähige Stromerzeugung geben. Wir würden vom Exporteur von grundlastfähigen Strom zum Importeur werden und damit letztendlich eine wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren fast unmöglich, weil schwankenden Strom kann keiner gebrauchen. Die Lausitz ist wirtschaftlich von der Energiebranche abhängig. Zudem bietet die Braunkohle noch tausende gut dotierte Jobs. So zahlt die LEAG ihren rund 8000 Beschäftigten jährlich rund 400 Millionen Euro an Löhnen aus. Zudem vergibt das Unternehmen Aufträge an Dienstleister und Baufirmen in Höhe von rund 900 Millionen Euro. Die Bürgermeister aus Sachsen und Brandenburg wehren sich daher gegen einen schnellen Kohleausstieg. Die Ideen der Grünen gehen ja auf einen schnellen Kohleausstieg hin. Aus vielerlei Gründen können wir das nicht befürworten, sowohl was die Arbeitsplätze betrifft, aber auch was die Versorgungssicherheit betrifft und was die Situation einer ganzen Region betrifft. Wie sicher ist mein Job morgen noch? Das fragen sich aktuell viele Energiearbeiter in der Lausitz. Es herrscht Unsicherheit in den Belegschaften durch die Kohleausstiegsszenarien der Grünen. Wenn auch nicht sofort das alles abgeschalten wird, aber doch erhebliche Bestandteile unserer Produktionsanlagen. Und das würde erheblichen Personalrückbau bedeuten. Und das ist dann schon gleichzusetzen mit Strukturbrüchen, die wir eigentlich vermeiden wollten. Morgen soll es bei den Jamaika-Sondierungen in Berlin auch um Klima und Energie gehen. Möglicherweise bis in die späte Nacht. Denn es steht heftiger Streit ins Haus.